Ihr Lieben, der Rennschlitten ist zurückgegeben. Der Weihnachtsmann geht zum Einchecken. Auf geht's. Ich wünsche euch was. Schöne Weihnachtszeit. Okay, macht's gut. Jetzt den Weg ab in die Lounge. Six-Tag für Platinum-Member. Das schaffe ich. Für Platinum-Member eine Platinum-Lounge. Und ich habe vorhin, wie ich den Wagen gemietet habe, gesagt, ich komme noch mal vorbei. Als Weihnachtsmann war die Rückgabe jetzt hier eben extrem lecker. Ich komme nur noch in die Wagenrückgabe als Weihnachtsmann. Warum? Da waren noch einmal 5, 6 super freundliche Menschen. Aber ich glaube, es liegt auch daran, da ist ja, glaube ich, schon eine neue Firma. Liebe Freunde, der Hon-Weihnachtsmann ist unterwegs auf Tour. Die Weihnachtsshow startet in Hamburg. Es gab zum Beispiel extrem außergewöhnliche Reaktionen. Das könnte man, oder das kann man sich ja fast vorstellen. Der kleine Schlitten, den ich jetzt gerade hier so bei mir trage, rollt nach vorne. Warte mal, ich muss mal kurz justieren. Läuft. Und ich habe extrem viel Lust. Wow, es geht, also, da habe ich fast gar keine Worte. Sondern jetzt überrasche ich in der Diamond Lounge, die ich ja erst vor ein paar Stunden gesehen habe. Ich wollte nur kurz ho, ho, ho sagen. Ich wünsche einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Ne? Bis zum nächsten Mal. Überraschung gelungen. Ja, siehst du? Definitiv. Tschüss. Ciao. So, Überraschung ist gelungen in der Diamond Lounge von Sixt. Ich würde sagen, super. Auf geht's. Der Hamburg Airport ist reif. Reif für den Start. Und ich dachte mir, wo kann man besser beginnen mit der Weihnachtstour als in Hamburg, meiner Homebase-Stadt. Hier ist so viel zu reparieren, so viel noch zu machen, dass ich gesagt habe, fangen wir hier einfach an. Hä? Das ist wahr. Ihr habt ja schon den Weihnachtsbaum stehen, das ist doch schön. Ist doch großartig. Guck mal, so ist das wieder liebevoll. Da kann man also fast sagen, ich bin zu Hause. Ja? Ich meine, das passt. Also das passt hervorragend. Es ist also Weihnachten hier schon am Airport ausgebrochen, aber noch nicht ganz am Airport, sondern eher bei der Leihwagenfirma. Komm, wir machen mal ein richtiges Foto, Mensch, nicht so ein halbes Ding. Komm her, ich meine, das ist der Weihnachtsmann. Also das erste Selfie ist gemacht. Nochmal am Weihnachtsbaum und jetzt aber zum Check-in. Ich meine, Hamburg, da haben wir ja drüber gesprochen, muss vom Weihnachtsmann als erstes besucht und gestartet werden, weil... Guck mal, da erstarren sogar die Erwachsenen. Das müsste ja jetzt Fastlane-technisch über... Das wird spannend. Der Hon-Weihnachtsmann in der Fastlane. Also die Fastlane wird funktionieren, aber die Security... Mal gucken, wie die drauf sind. Das kann, aber auch kann. Es sind so viele, viele Fragezeichen, die den Hon interessieren, die hoffentlich diesen Spaß und die Freude mit sich bringen. Jetzt gehe ich nochmal, aber dennoch in meiner Lufthansa First Class Abteilung guten Tag sagen. Was schade ist, das finde ich wirklich immer noch schade, jetzt haben sie diesen Schalter komplett zugemacht. Den Sicherheits-Security steckt das zu, weil sie da natürlich umbauen wollen. Und sind wir positiver Dinge, das ist die Lufthansa First Class. Der Hon ist angekommen. Jetzt lassen wir uns ein schönes Ticket geben. Ob Sie mir mal einmal so ein schönes ausdrucken würden. Und da ist aber mein Koffer dabei. Ja, sehe ich jetzt schon. Und ob Sie mal gucken, ob mein Koffer auch mitgekommen ist. Können Sie das eigentlich hier einsehen? Das können Sie nicht sehen. Ah, das können die aber beim Counter sehen, ne? Auch nicht. Naja. Nur die Frankfurter können. Aha. Ja. Ja, es ist so schwanken die Kompetenzen, ne? Ich bin heute auf großer Weihnachtstour. Die beginnt heute in Hamburg. Och, guck mal schön. Ich habe jetzt ein richtig schönes Ticket. Das geht doch dann viel besser. So, dann wünsche ich was. Ich komme erst Weihnachten wieder zurück. Bis dann. Alles bis Liebe. Moin, ja? Herr Schröder. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Moin. Moin. Guck, jetzt geht's schon los. Jetzt geht's schon wieder los. Frische neue Tickets und nichts funktioniert. Aber die sind ja noch in der Probephase, ne? Ich bin in der Generalprobe und Sie in der Probephase, ne? Hinein in die Fastlane in Hamburg. Es wird besser. Wirklich. Ich bin da optimistisch. So, der Hon ist durch die Sicherheitskontrolle gekommen. Der Weihnachtsmann hat das hervorragend geleitet, muss ich sagen. Das hat extrem viel Spaß gemacht. Jetzt lassen wir erstmal die rausgehen. Lassen wir erstmal raus, damit der Hon, der Weihnachtsmann, hier reingehen kann in seine Lieblingsabteilung. In die Lieblingsabteilung von Heinemann in Hamburg. Denn was braucht denn auch der Weihnachtsmann? Ich meine, das sind wir uns doch einig. Also ich meine, da sind wir uns doch einig, oder? Wir fangen mal mit schönen Sachen an. Oh, ist das schön. Das muss sein. Das geht gar nicht anders. Ich meine, sind ja auch alles Geschenke, wenn man so will, ne? Schön. So muss das. Also das geht gut. Da sind wir jetzt so für die Lounge hier, die Senator-Lounge. Gut vorbereitet. Guck mal, die haben so schön Weihnachten schon vorbereitet. Man fühlt sich doch wie zu Hause. Guck mal, wie zu Hause ist das, ja?
Wenn ich hier reinkomme als Weihnachtsmann, dann ist das ein Paradies voller Geschenke. Und da ist auch mein Weihnachtsbaum. Guck mal, wie schön. Ist das schön? Super. Und hier ist noch einer, guck mal, auch so ein Weihnachtsteddy. Och, ist das herrlich. Ich meine, wir beide, mal ehrlich, das ist ein Go. Das ist ein echtes Go. Quer durch die Süßwaren und alkoholischen Abteilungen, hier am Hamburger Flughafen und jetzt erstmal in die Lounge. Wir wollen jetzt mal sehen, wie sieht denn eigentlich unsere Lounge aus? Ist die Lounge denn überhaupt schon so, dass sie für den Weihnachtsmann fit ist und bereit ist? Ich meine, wir haben ja reichlich interveniert und hier wurde ja reichlich vorbereitet. Jetzt geht's hinein in unsere Senator-Lounge. Der Hon-Weihnachtsmann in der Senator-Lounge in Hamburg. Finde ich ein sehr schöner Start. Macht mir extrem viel Freude. Ja, so ist das. Oh, schön. Man läuft hier so durch den Flughafen, als ob der Weihnachtsmann hier zu Hause wäre. Wirklich. Das ist so ein unglaublich schönes weihnachtliches Gefühl. Was mir noch ein bisschen fehlt, sind die weihnachtlichen Dekorationen im Airport. Ist also wirklich weihnachtlich noch gar nichts. Moin! Ja, viele überraschte Gesichter. Mann. Und da sind wir schon. In der Lufthansa Senator Lounge in Hamburg, da sage ich Hummel Hummel, Moss Moss. Ho, 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 hier kommt der Weihnachtsmann. Ho, 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 ja, er tut, was er kann. Ho, 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 in der Weihnachtszeit. Einmal im Jahr steht er bereit. Hier an dieser kahlen weißen Wand hätte was sein können jetzt? Ein paar Weihnachtsbilder, ein paar Weihnachtskugeln. Guck mal, der Weihnachtsmann steht hier oben in der Fensterscheibe. Das ist sehr lustig. Das ist sehr lustig. Man steht jetzt hier so in der Fensterscheibe, guckt da so runter. Und dann gucken die Menschen zurück und sagen, oh Gott, da oben steht ein Weihnachtsmann. Ich meine, das ist wirklich ein Hammer. Also das ist wirklich ein Wow. Da unten geht, ne, so zack, zack. Und dann gucken die jetzt nach oben und dann sagen die, oh Gott. Der Hon als Weihnachtsmann. Ja, ist ein Burger. Das ist auf den Punkt brillant umgesetzt, sage ich da nur. Jetzt muss ich hier so ein bisschen links laufen. Moin! Moin! Guck mal, von drei einer, das ist schon mal gut. Ist eigentlich positiv. So, und wir sind angekommen in der Lufthansa Senator und Business Class Lounge. Ich muss jetzt das Ticket erstmal gucken. Mal gucken, ob ich die Karte muss ich wieder alles rausholen. Hätte ich natürlich dran denken. Aber ich habe auch kein Säckchen dabei. Hallo, guten Tag. Das ist Straße. Das piept. Das ist so, ne? Fürs Auge. Der Hon als Weihnachtsmann. So kann es gehen. Sind wir schon weihnachtlich geschmückt? Ist es schon. Okay. Wir haben auch noch keine Weihnachtsschokolade. Aber ich bin auch noch in der Generalprobe, also von der Seite ist es für alle die Chance. Ne? Okay. Sehr gut aus, das ist eine große Freude, die Lounge hier draußen, top. Also, ich meine, im Dunkeln natürlich, im Dunkeln, ja? Hier kommt der Weihnachtsmann. Ho, 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 hier kommt der Weihnachtsmann. Yes to the world.